Hallöchen und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe, also nicht ich, wir haben unserer kleinen Tochter hier Triops gekauft. Ihr hört im Hintergrund übrigens das Waschbecken. Fischbecken. Fischbecken, Hanna, kein Waschbecken. Das bauen wir heute zusammen auf, weil sie hat Ferien. Es ist so bescheidenes Wetter und was kann man da besseres machen, als Triops zu züchten? So, es ist auf. Und was hast du gerade gesagt, wie es aussieht? Schwer und Wie ein groß. Spiel, ne? Ja, weil hier guckt, das sieht doch aus, ob man hier eine Ja, kleine jetzt Ratraffatte müssen wir hat. gleich mal gucken, was alles ist. Und es ist ja gar nicht so viel, was wir haben. So, da sehen wir jetzt, was wir alles haben. Beobachtungsbecken, zwei Trennwände, aufklebbare Gummifüßchen. Ja. Müssen wir jetzt erstmal gucken, was das alles ist und die Anleitung dazu finden. So, jetzt sind wir auch schon bei Punkt 1 angekommen. Und zwar Beobachtungsbecken zusammenbauen. Und zwar ist das dieses Becken hier. Und da müssen die zwei Trennwände eingesetzt werden. Zeig mal, hast du die? Hier sind auch ist auch eine Genau, dann musst du Trennwand das jetzt dabei. erstmal aufmachen, ne? Ja. Bevor wir die Trennwände festmachen, machen wir erstmal die Gummifüßchen. Die werden jetzt hier an den vier Punkten erstmal festgeklebt. Ich möchte. So, die Füßchen sind aufgeklebt. Die Trennwände sind drin. Das ist voll süß. Das sind so kleine Löffelchen. Die werden einfach reingesteckt. Genau. Das ist der Unterteil mit Becken. Dann, was haben wir hier? Flüssigkeitsthermometer. Was? Wo haben wir das drin? Das habe ich. Das Wo ist hast du das gesehen? einzeln. Das Weil ist. das müssen wir hier unten auf das Becken festkleben. So, gefunden. Die kleine Maus dachte nämlich schon, das wäre ein Schnipselchen. Bloß, dass ich den nicht weggeworfen habe. Ja, das kleben wir jetzt hier unten dran fest. So, wir haben das hier vorne jetzt draufgeklebt. Und jetzt geht es weiter mit dem zweiten Schritt. Und zwar Vorbereitung des Lebensraums für die Triops. Wir lesen uns jetzt hier mal kurz durch und dann geht's weiter. So, wir haben jetzt hier einen schönen Platz auf dem Regal gefunden, damit es auch schön Sonne hat. Nachdem wir dann gelesen haben, dass wir demineralisiertes Wasser brauchen und wir total überfordert waren, wo bekommen wir es her, habe ich dann mal weitergelesen und da stand drin, dass wir auch destilliertes Wasser nehmen können. Und jetzt musste mein Mann im strömenden Regen zur Tankstelle und destilliertes Wasser besorgen. Da sollen wir jetzt ungefähr 2 Liter reinkippen. Das, hupala, hast du wehgetan? Das ist eine 2-Liter-Flasche und ja, los geht's. Der Papa macht. So, jetzt gießen wir das Wasser da rein. Oh mein Gott. Also es muss ins ganze Becken, ins Warte, ich mach mal. Aufzucht und genau, das kannst du auch noch. Ins Aufzucht und ins Beobachtungsbecken. Das Wasser sieht so sauber aus. Ja, ist halt dem Mineral. Ach, das Destilliertes. Wir haben Destilliertes. Man sieht nichts. Na, da sind Katzenhaar. Aber nicht reingrapschen, wir müssen uns die Finger waschen. Das ist ja klar. Man hat ja extra aufgepasst und was passiert? Katzenhaare. Katzenhaare. Die So. müssen auch gewaschen werden. Ich bin auch mit irgendwo dran gekommen. Ich würde sagen, es ist voll. So, hier steht jetzt, dass die mikroskopisch kleinen, fast unsichtbaren Triopseier zusammen mit den, hier sind sie drin. Man kann sie nicht erkennen, Doch. ne? Ich hole mal die. Zusammen Jetzt sieht man sie sehr gut. mit dem Beutelinhalt Ich höre das Ganze in raus. eines der kleinen Becken gegeben werden muss. Also ich habe es jetzt geschüttelt. Ich weiß nicht, was man hier schütteln soll. Da bewegt sich nichts. So, das wird jetzt aufgemacht. Und jetzt musst du die hier reinschütten. Nee, du musst hier vorne festhalten. So wie ich. So hier vorne aufhalten. Tut sich nichts, ne? Dann gucken wir mal. Kriegen wir hin. Warte, ich guck mal mit. Darf ich mal die Lupe rausholen? Ja, hol die Lupe raus. Dann können wir schon mal gucken. Ein bisschen was ist drin?
Wir spulen vor. Die Triops sind jetzt mit Futter hier drin. Und jetzt mussten wir die Uhrzeit aufschreiben, wann wir die eingefüllt haben, welche Uhrzeit, welches Datum. Und jetzt, ja, jetzt müssen wir circa 24 bis 48 Stunden warten. So, jetzt heißt es erstmal warten. Nach 24 bis 48 Stunden können wir gucken, ob was geschlüpft ist. Aber hier ist jetzt erstmal zu Ende. Ne, Schatz? Ja. Jetzt heißt es warten. Ich hab gedacht, das wäre so, ob die so durch ein paar Minütchen alle auf einmal schlüpfen und das wäre ein blödes Gefühl, wenn alle jetzt auf eine Stelle schwimmen würden und dann papa. Nein, das passiert nicht. Das passiert nicht, ne? Ja, jetzt heißt es warten. Ich werde euch jetzt immer so peu à peu ein bisschen am Laufen halten. Das wird ein Triops-Vlog über Wochen. Ja. Also hier ist der erste Teil und der nächste Teil lässt halt dann ein bisschen auf sich warten. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und wenn es euch gefällt, kauft euch das. Das ist mega geil.